Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Lucky and Stone, wieder so Shishamsak mit dem Bombay, mit dem Faye und mit mir. Folge Nummer 38, wieder ein True Passion Tabak, heute der Ringle Wrangle. Ja, sieht ganz interessant aus, nach irgendeiner Fruchtmischung. Bin mal gespannt, was True Passion uns hier jetzt bietet. Die letzten Male waren eigentlich die Bewertungen durchaus solide. Und wie immer, 16,90 Tabak, Schnitt, Mittelgruppe ist fein, kleine Äste vorhanden. Und geruchlich irgendwie so eine Fruchtmischung, so Multivitamin. Meiner Meinung nach riecht es ein bisschen schlecht irgendwie, oder? Als hätte der Saft zu lange gestanden. Ich werfe mal kurz ein, der ist angegeben mit Maracuja, Limette und Grapefruit. Oh, Maracuja könnte was werden. Also ich hasse Maracuja generell in Tabaks, also der wird dann direkt so. Schon... Hast du Preis gesagt? Ja, 16,90. Genau, 16,90, 200 Gramm. Ja. Also ich finde auch, boah, keine Ahnung, wo riecht der? Ja, das ist schon Multivitamin. Richtig Multivitamin. Das ist richtig, aber richtig fruchtig. Also kannst du auch keine Frucht jetzt einzeln rausschmecken. Punika davon damals. Ja, genau, sowas. Ja, Schnitt True Passion, tausendmal gesagt. So ein paar Ästchen sind mit drin, ein paar grobe Stellen so, aber im Großen und Ganzen völlig in Ordnung. Ja, erster Zug, ne, sag ich mal. Ja, also Qualm ist halt auch wieder... ziemlich dicht. Boah, ich finde den Geschmack ganz schwierig, ne? Ja, schmeckt schon so Richtung Multivitamin, würde ich sagen. Aber für mich genauso das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, mit dem Geruch. Ich finde, der Saft schmeckt total schlecht. Das schmeckt so gegärt, ja, so ein bisschen so faulig, so, so komisch, genau. Ne? So, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, da ist auch wieder krass die Maracuja dann da. Weil das ist, genau, ist weil das schmeckt, das ist also... Ich kann den Geschmack nicht ab und der ist wieder voll da und alles andere geht da irgendwie spielt sich mit der unter, ne? Genau. Die Maracuja ist einfach so dominant. Mit was war da angegeben? Maracuja, Limette? Grapefruit. Grapefruit. Oder die Grapefruit, ne? Nee, die Grapefruit ist ja hier so, ein bisschen bitter, ne? Ja, aber das hatten wir gehabt. Mein Gott, Pink Lemonade, das ist Grapefruit mit drin. Und da war die Geschmacksnote nicht so... Dieses komische, wie soll man das sagen, dieses dunkle. Ja. Du weißt, das schmeckt irgendwie so richtig schwer. Das ist diese Maracuja. Aber also echt, das, was der Timo gesagt hat, das hier mit dem Fauligen, das finde ich so, ne, das schmeckt so ein bisschen ranzig irgendwie. Ja, wirklich komisch. Wirklich abgestanden einfach. Ey. Aber das ist, glaube ich, immer bei Maracuja. Ja. So. Maracuja ist ja so sauer. Ja. Die sind ja so. Da hat mich schon so ein bisschen beim hier Beach Passion gestört, der Pfirsich-Maracuja. Wo mir das immens gestört hat, war hier beim Stony da den. Happy Loops. Warum macht man Maracuja-Tabak? Warum? Also widerlich finde ich den jetzt nicht. Nee. Ich find, man kann den rauchen. Ja. Aber eine Offenbarung ist es auch nicht. Nee. Ne? Also ich finde halt vor allen Dingen dadurch, wegen dieser rausstechenden Maracuja und diesem, also dem folglich ranzigen Geschmack, da wird der schnell, also du kannst ihn nicht oft rauchen. Angenehm ist er nicht, ne, das stimmt. Nee, ich bin da voll raus. Das ist auch so eine Sache, man könnte sich auf Dauer wirklich davor ekeln einfach, ja, ne? Ja, und so war das bei mir. Ohne Scheiße, Leute, true story. Ich habe da eine Dose von gekauft, ich fand den richtig geil. Die zweite Dose habe ich mir gekauft und da habe ich mich da fast vor geekelt. Ja, ja. Ohne Scheiße, ich habe gezogen, ich habe mich geschüttelt. Ja. Ich fand das wirklich eklig. Also ich habe den jetzt auch nicht... Ich habe den jetzt, wie viele Züge habe ich gemacht? Vielleicht 8 oder so. Und jetzt jeder Zug ist einfach schon so ein bisschen ekliger. Wird so. Schlimmer, ne? Einfach wird eklig. Schlimmer. Man muss sich so echt davor so bewahren, nochmal zu ziehen. Ja, da hat irgendeine eklige Note einfach so richtig drin. Ey. Ja. Diese Ranzigkeit da, das ist nicht schön, ey. Das hört sich vielleicht blöd an, aber dieses Ranzige oder dieses, keine Ahnung, was das ist, säuerliche oder was weiß ich was, das ist ein bisschen wie bei diesen. Farmer. Also jetzt nicht ganz so krass, der Farmer ist natürlich übertrieben. Aber da hat so ein, wie so eine Note davon. Ja, einfach. Ja. Kann halt einfach sein, wegen der Säuerlichkeit der Maracuja und Oliven sind ja auch. Ja, aber und je öfter du den dann raus, desto mehr schmeckst du und irgendwann wird es halt wirklich eklig. Ja, ne? Ja, lass uns erstmal die Rauchstufe klären. Würde ich einfach wieder neutral gelb, ne? Gelbe Rauchstufe. Ja. Ja, Kaufempfehlung. Von mir keine. Von mir zweimal keine. Nee, gebe ich auch nicht. Vielleicht für einmal ja. Ja, zum Ausprobieren. So, aber echt öfter könnt ihr euch den nicht geben. Nee. Der wird schlimmer mit jedem Mal, mit dem ihr den raucht. Also ist kein Dauervergnügen, ne? Nee. Also, nee. Nee, absolut nicht. Ja, Bewertung. Schwierig. Ja. Also für mich ist der bei 1,5. Ja, ich hätte jetzt 2 gesagt. Ich hätte 2,5 gesagt, also 2. Ja.
Aber ganz ehrlich, ist wirklich kein guter Tabak. Ist kein Dauerbrenner, den kannst du dir echt mal geben. Aber wenn du dir schon 3 Köpfe damit geraucht hast, dann wünschst du dir schon, dass du den nicht geholt hättest oder dass du einen anderen genommen hättest. Deshalb passt schon 2. Ich meine, es gibt einfach so viele Alternativen. Ne? Warum muss man sich mit dem jetzt einfach, wie du sagst, zufrieden geben, wenn man halt auch wirklich von derselben Marke für den gleichen Preis, alles gleich, deutlich besseren Tabak bekommt. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann traurige Folge. Dann lassen wir so stehen, ja. Nee, Timo fängt gleich an zu weinen. Ja, Freunde, das war dann schon wieder Folge Nummer 38. Und ja, wir sind wieder raus, ne? Guten Rauch. Haut rein.